Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Andy Edition und diese Sequenz, die hier gerade läuft, ist aus einem Trailer, der 2013 das erste Mal gezeigt wurde. Wir sehen hier Prinz Alduin, der mit einer Waffe auf uns zielt. Das hätte eine Zwischensequenz aus der ursprünglichen Story von Destiny werden sollen, die aber verworfen wurde. Denn im Sommer 2013, Monate bevor Destiny 1 released wurde, musste Bungie die ganze Geschichte umschreiben, weil etwas gewaltig schiefgelaufen ist. In einem Meeting knapp ein Jahr vor Release vom Spiel zeigten die Storywriter den leitenden Köpfen des Studios eine 2 Stunden lange Filmpräsentation über die wichtigsten Story-Elemente des Spiels. Die waren aber so unzufrieden mit dem linearen Verlauf der Geschichte, dass sie beschlossen, diese Version zu streichen und komplett von vorne zu beginnen. Das war einer der Gründe, wieso Destiny 1 zu Release eine so schwache Story hatte. Die Story-Elemente von der ursprünglichen Geschichte wurden aber nicht komplett verworfen. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass wir in der nächsten Erweiterung Jenseits des Lichts, die ja im November erscheint, einige Puzzleteile aus der verworfenen Story nehmen können und sie in die Destiny-Geschichte, die wir jetzt haben, einsetzen könnten. Ich gehe auch davon aus, dass das Bungie so machen wird, zumindest wenn es um Rasputin und Alduin geht. Es gibt wohl keinen Charakter im Destiny-Universum, der mehr gehasst wird als Prinz Alduin. Und das, obwohl sein Schicksal eigentlich ziemlich traurig ist. Ich weiß, dass die meisten von euch mir jetzt nicht recht geben werden, aber hört euch mal seine Story an. Prinz Alduin war ein Erwachter, der schon immer für seine Schwester Mara gelebt hat. Er hat sie vergöttert und verehrt. Und das war seine größte Schwäche. Er tat alles, um Aufmerksamkeit von ihr zu bekommen, aber wenn man die Lore im Spiel gelesen hat, weiß man, dass sie ihm gegenüber sehr kalt gewesen ist. Denn Mara hat Pläne und Ziele, die sie verfolgt, und jeder an ihrer Seite war und ist immer nur ein Nutzmittel, um diese Ziele zu erreichen. Die Königin vom Riff hat Geheimnisse und nicht mal ihr Bruder kennt ihre Geheimnisse. Als Mara das erste Mal über den Schwarzen Garten erzählte, wollte Alduin Eindruck hinterlassen und machte sich mit Jolion, einen Freund, auf den Weg dorthin. Er war der Erste, der den Garten betreten hatte, und obwohl es ein schlimmes Erlebnis war, das den beiden im Nachhinein schlaflose Nächte bereitet hatte, schaffte es Alduin, Asphodelen mitzunehmen. Das sind Blumen, die nur im Schwarzen Garten wachsen. Pinke Asphodelien. Sie sind ein gezüchteter Ableger von Blumen aus dem Schwarzen Garten. Prinz Alduin war der erste unseres Volkes, der durch den Garten wandelte und diese zurückbrachte. Nachdem er Mara davon erzählte, pflanzte sie diese Blumen in die träumende Stadt. Aber nur, um ihn vor dem erwachten Volk nicht blöd dastehen zu lassen. Als die beiden unter 4 Augen waren, schrie sie ihn an. Sie fragte ihn, was das soll, denn sie wollte nicht, dass jemand dorthin geht. Sie interessierte sich nicht für sein Wohlbefinden, sondern die einzige Frage, die sie hatte, war, ob er das schwarze Herz gesehen hat. Eine Zeit lang später, nachdem Eris Mara über Oryx erzählte und dass er unser Sonnensystem bald erreichen wird, schmiedete die Königin Pläne, von denen sie ihrem Bruder Alduin wieder mal nichts erzählte. Sie ließ ihn nicht teilhaben an der Aszendentenwelt, die sie mit Driven und den Dechians erschaffen hatte. Sie sagte ihm nicht, dass Eris uns Hüter führen soll, um Oryx zu besiegen. Nein, nicht mal, dass sie Oryx einen Platz einnehmen möchte, um die neue Königin der Besessenen zu werden. Alduin wusste gar nichts und dachte, es ist alles nur eine Vorbereitung für eine Schlacht, die im Weltall ausgetragen wird. Als in dieser Schlacht gegen Oryx das Schiff der Königin zerstört wurde, brach für Alduin eine Welt zusammen. Er selbst wurde auch getroffen und stürzte mit seinem Gleiter auf den Mars ab. Aber tief im Inneren spürte er noch eine Verbindung zu seiner Schwester. Die Hoffnung aufzugeben, war für ihn keine Option. Er spürte, dass sie noch existierte. Also machte er sich auf den Weg und besuchte verschiedene Planeten, um Informationen zu bekommen. Sein Weg führte ihn auch auf die Erde, wo er im Kosmodrom in einer Höhle auf die Gefallenen traf. Er stand plötzlich vor einem der letzten Kells der Gefallenen und dort verbündete er sich mit ihm, den Kell vom Haus der Könige. Gemeinsam machten sie sich auf den Weg und durchquerten auf der Wirrbucht Schlachtfelder mit Hunderten, nein, wenn nicht sogar Tausenden von Toten Gefallenen. Wir Hüter haben ihnen das angetan. Alduin untersuchte eine Leiche und kämpfte mit seinen Tränen. Seine Gedanken ließen ihn keine Ruhe. Wir Hüter sind an allem schuld.
Wir sind schuld, dass Oryx in unser Sonnensystem kam und dadurch seine Schwester verschwunden ist. Und wir Hüter sind so rücksichtslos, dass wir alles töten, das uns über den Weg läuft. Alduin hatte einen kurzen Schwächeanfall und wünschte sich mehr als alles andere, dass dieser Gefallene wieder lebt. Seine Tränen wurden mit Dunkelheit gefüllt und vermischten sich mit den Äther der Gefallenen. Äther ist ihr Lebenselixier. Der Prinz hatte keine Ahnung, was er in diesem Moment losgetreten hatte. Er wusste nicht, dass er gerade einen Pakt mit einem Ahamkara eingegangen ist. Dieser Gefallene erwachte und stand plötzlich vor ihm und nannte ihn Vater. So wurde Fikrul wiedergeboren. Alduin wurde manipuliert und das veränderte ihn. Er begann den Kell vom Haus der Könige abscheuliche Vorschläge zu machen, um Informationen über seine Schwester zu bekommen. Doch das Haus der Könige, eins der ältesten Häuser, die die Gefallenen hatten, war nicht so. Sie wollten eigentlich nicht gegen Hüter kämpfen und sie wollten nicht nur Böses in diese Welt bringen. Die Partnerschaft zwischen den beiden bröckelte und Alduin befahl Fikrul, den Kell vom Haus der Könige zu töten. Danach besuchte Alduin Petra, die merkte aber, dass etwas mit dem Prinzen nicht stimmt. Sie und Kate beobachteten ihn und sperrten ihn schlussendlich in das Gefängnis der Alten ein, mitsamt Fikrul und allen Hohenbaronen, die sie auf ihre Seite geholt haben. Kate und Petra handelten nur zum Besten von Alduin, denn er war nicht mehr er selbst. Im Gefängnis traf der Prinz auf einen alten Bekannten wieder, Varix. Aber nicht nur das. Im Gefängnis begannen auch seine Selbstgespräche. Er sah seine Schwester wieder, die ihn ausdrücklich befahl, das Tor in der Wirrbucht aufzumachen, um in die träumende Stadt zu kommen. Dort werden sie wieder vereint sein. Alduin manipulierte Varix, der nicht erkannte, was mit dem Prinzen passiert, und so öffnete er alle Gefängniszellen, um dem Prinzen die Flucht zu ermöglichen. Varix selbst experimentierte mit den dunklen Äther und flüchtete dann mit seinem Schiff. Was danach passiert ist, wissen wir alle. Prozent dieser Geschichte, die ich hier gerade erzählt habe, findet man nur in der Lore. Die ist im Spiel nicht vorhanden und wenn sich jemand die Zeit nicht nimmt, um die Lore zu lesen, weiß er gar nicht, wie tiefgründig die Geschichte hinter so einem Charakter wie Alduin ist. Aber unsere Geschichte ist hier noch nicht zu Ende. Zum richtig spannenden Teil kommen wir erst. Nachdem Alduin das Tor zur träumenden Stadt öffnet, muss er feststellen, dass er gar nicht mit seiner Schwester gesprochen hat. Es war Riven, ein Ahamkara, der ihn die ganze Zeit manipulierte, um das Tor zu öffnen und so die Hüter in diese verfluchte Stadt zu locken. Für uns spielte das aber keine Rolle. Alduin hat unseren Kate ermordet und deshalb sehnten wir uns nach Rache, die wir auch bekommen haben. Doch dann passierte etwas, mit dem niemand gerechnet hat. Ein Geist, der auf der Suche nach seinen Auserwählten gewesen ist, fand Alduin in der träumenden Stadt und belebte ihn wieder. Seitdem haben wir fast gar nichts mehr von ihm gehört, außer in einem weiteren Lore-Text, wo berichtet wird, dass er sich mittlerweile in der Nähe der Stadt befindet und sich nicht traut, auf den Turm zu kommen, denn die Hüter, die er trifft, sind nicht gerade nett zu ihm. Er selbst versteht das aber alles nicht, denn ihr dürft nicht vergessen, nachdem ein Hüter das erste Mal wiederbelebt wird, verliert er all seine Erinnerungen. Der Prinz hat keine Ahnung, was passiert ist und was er gemacht hat. Wahrscheinlich ist er jetzt sogar losgelöst von dieser Besessenheit, die er seiner Schwester gegenüber hatte. Er erinnert sich an gar nichts. Und genauso wie ihr, frage ich mich auch immer wieder, wie seine Geschichte denn jetzt weitergehen wird. Möglicherweise habe ich da einen kleinen Anhaltspunkt gefunden, denn in dieser kurzen Sequenz, die ich euch am Anfang des Videos gezeigt habe und die aus der verworfenen Destiny-Geschichte stammt, stellt uns Alduin eine Frage. Why is the city breathing down my neck? Why don't you put that down so we can talk? Out here in the wild, this is how we talk. Übersetzt bedeutet das so viel wie, warum habe ich die ganze Stadt im Nacken? Das ist deshalb interessant, weil es zu der momentanen Situation passt, die wir haben. Die ganze Stadt ist nämlich gegen den Prinzen, auch wenn er jetzt ein Hüter ist. Alduin hätte in dieser verworfenen Story, von der ich euch am Anfang erzählt habe, in einer frühen Mission vorkommen sollen. Er wäre der Typ gewesen, der uns erzählt, dass der Sprecher ein falsches Spiel spielt und dass wir Osiris suchen müssen. Denn er kann uns helfen. Osiris hätte auf einem Wächstempel auf dem Merkur gelebt und wurde als eine Art supermächtiger Hüter beschrieben, mit ganz besonderen Kräften. Er hätte uns auf die Hauptmission geschickt und sollte als Leitfaden für die Story dienen.
Doch Osiris wäre nicht allein unterwegs gewesen. Er hatte in der ursprünglichen Version einen Exo auf seiner Seite. Dieser Exo wurde dann aber nicht komplett aus dem Spiel genommen. Bungie hat ihn, oder besser gesagt sie, als Charaktermodell wiederverwendet. In Destiny 1 sind wir ihr bereits begegnet und in Destiny 2 treffen wir sie bald. Wir kennen sie unter dem Namen die fremde Exo. Hauptsächlich hätte sich die Geschichte aber um Rasputin drehen sollen. Der war aber nicht so ein Supercomputer, wie wir ihn heute kennen, sondern er steckte in einem Exokörper fest. Die Schar hätten ihn entführt und auf das Grabschiff gebracht, das Release von Destiny 1, das wir kennen, gar nicht im Spiel war. Wie kann man jetzt die Puzzleteile von der ursprünglichen Geschichte in die momentane Story einfügen, in das derzeitige Destiny? Fangen wir mit Rasputin an. Vorab solltet ihr aber wissen, dass das restliche Video hier mehr aus Theorie und Spekulation besteht. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Am Anfang der Season der Ankunft haben wir gesehen, dass die Pyramidenschiffe, die ja die Dunkelheit darstellen, etwas mit Rasputin gemacht haben. In Lore-Texten erfahren wir, dass Jinju, der Geist von Anna Bray, Teile von Rasputin aber noch retten konnte. Er hat viele seiner Daten extern abspeichern können. Ich gehe davon aus, dass wir mit diesen Daten die Möglichkeit haben, Rasputin in einen Exokörper zu stecken. Und wie es der Zufall so will, sind wir in der Jenseits des Lichtserweiterung genau dort, wo man die Exos früher erschaffen hat, auf Europa. Der Raid in der Jenseits des Lichtserweiterung führt uns sogar in die Tiefsteinkrypta, das ja der Entstehungsort der Exos ist, dort wo sie gebaut wurden. Also stelle ich jetzt einfach mal die Theorie auf, dass wir im nächsten Raid in die Tiefsteinkrypta gehen, um Rasputin in einen Exokörper zu stecken. Somit hätten wir ein Puzzleteil der verworfenen Story schon nutzen können und Rasputin wäre der Exoroboter, der schon in der verworfenen Story hätte werden sollen. Man könnte jetzt sogar weiterdenken und im nächsten Jahr das Grabschiff zurückbringen und so auch die Entführung von Rasputin. Und das würde zu der Erweiterung Witch Queen im Jahr 2021 passen und natürlich auch zum Destiny-Inhaltstresor, mit dem Bungie alle Orte wieder zurückbringen möchte. Rasputin hat bestimmt Informationen über die Dunkelheit, die Savatun haben möchte, denn Rasputin hat ja den ersten Untergang vor langer Zeit miterlebt. Übrigens kommt ja im November mit der Jenseits des Lichts-Erweiterung auch das Kosmodrom aus dem Inhaltstresor wieder. Und dort spielt auch diese Zwischensequenz mit Alduin, in der er eine Waffe auf uns richtet. So könnte man das Puzzleteil rund um Alduin wieder zurückholen und gleichzeitig die verworfene Geschichte zumindest zum Teil wieder aufgreifen. Kann natürlich alles nur Zufall sein, aber ihr müsst zugeben, passen würde es extrem gut. Also ihr merkt, Bungie hat viele Möglichkeiten, um das alte Szenario, um diese verworfene Geschichte wieder irgendwie zum Teil ins Spiel zu bringen. Und wie gesagt, ich persönlich glaube daran, dass wir Alduin im Kosmodrom treffen werden und ich gehe auch davon aus, dass wir Rasputin irgendwie zu einem Exo machen. Ob das dann in der Tiefsteinkrypta passiert, ich bin gespannt, aber ich denke, das wäre auch ein interessantes Thema für ein Raid. Oder? Wie findet ihr das? Was sagt ihr, wenn wir wirklich im nächsten Raid in die Tiefsteinkrypta gehen, um dort Rasputin zu einem Exo zu machen? Wäre doch ein interessanter Plan, oder? So, und das war's wieder mal von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und einen Kommentar da lässt oder das Video bewertet. Vielen Dank fürs Zusehen auf jeden Fall und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Endy Edition is back!